Ich finde das Werk besonders spannend, weil es mit der Besuchererwartung spielt. Man kommt hier rein, man sieht die 44 flackernden Monitore, aber das ganze Werk bleibt still. Beuys und Pike waren freundschaftlich ganz eng miteinander verbunden und dieses Werk ist erstmal so eine Hommage an Joseph Beuys, aber gleichzeitig ist es auch das Produkt einer Zusammenarbeit von Beuys und Pike, denn die beiden sind in Tokio 1984 zusammen aufgetreten, haben dort Coyote 3 aufgeführt und Pike hat dann nach dem Tod von Beuys dieses Werk geschaffen und man sieht ja auch, dass die Monitore in einer Form von einem Hut sind und sind an den Seiten auch mit Filz bekleidet. Also dieser Filzhut, den Beuys auch getragen hat, spiegelt sich in diesen Monitoren wieder.